Uh-oh. Alarm! Alarm! Boah, ich hab mich so erschrocken. Postbefehl Nummer 1, bringe Dalukat um. Ich habe Dalukat gefunden und Ray ist einfach gerade an mir vorbeigezischt. Hat er bestimmt übersehen, die Leute. An der Leiche quasi einfach vorbeigelaufen. Das ist safe eine Lüge, weil nachdem das O2 war, wo, ich weiß nicht, zwei Leute, ich weiß nicht genau, wer es war, zwei Leute waren schon dann, hab's gefixt. Und dann dachte ich, gut, okay, das andere werden andere machen. Ich hatte nämlich eine Aufgabe, mir dieser Admin-Card durchzuziehen, wobei ich, by the way, einfach too fast bin, weil ich echt, glaube ich, 5-mal versucht habe. Ja. Und ich war die ganze Zeit in diesem Raum. Ich kann ja, du bist never, aber gerade an mir. Moment, halt, stopp, jetzt rede ich. es ist so, ich glaube dir das mit der Karte auf jeden Fall, weil das ist in dem Raum, wo die Leiche lag, aber du bist trotzdem gerade an mir vorbeigelaufen. Leiche. Mit der Leiche. Du bist gerade an mir und der Leiche vorbeigelaufen. Wo liegt denn die Leiche? Genau in dem gleichen Raum am Ausgang. Du wolltest gerade aus dem Raum rausgehen. Schon wieder nicht. Und da lag das Dalukat. Das stimmt wieder nicht. Never. Okay, dann bist du es für mich safe. Dann bist du es für mich safe, weil du quasi, ich rette dich ja gerade mit meiner Aussage. Ist das der Admin-Raum? Ich rette dich ja gerade mit meiner Aussage. Und dann bist du es für mich safe, wenn du es beide Mal dementierst, weil du bist an mir vorbeigelaufen gerade in dem Moment, wo ich reported habe. Und wenn du sagst, du bist nicht mehr mal in dem Raum, dann bist du es für mich safe. Dann bist du für mich hochgradig. Ich bin gerade mit der Aufgabe fertig geworden, bin losgelaufen von dem Pult rechts, also von diesem Pult auf der rechten Seite, bin ich gerade losgelaufen. Also ich bin noch nicht mal in Reichweite des Ausgangs. Und dann kam der Report. Ja, das ist genau vor der Leiche jetzt. Und mir. Und das ist genau am Eingang. Also ja, aber das kann durchaus sein, weil Dalu hat das Raums. O2 gemacht und ist so gesehen dann erst rausgegangen. Das kann durchaus sein, dass da natürlich beim Rausgehen, also das Radar noch unten stand und die Karte durchgeswiped hat. Also aber Maxi und Ray, also ich sag mal eins. Einfach, das ist nämlich jetzt das schon ein kleines Mindgame von Kalle. Kalle hat schon öfters gespielt. Tralala, ich habe vorher gesagt, ich habe noch nicht so oft gespielt. Und jetzt versucht er. Ja, ja. Okay. Also, wenn ich jetzt sterbe, Nils und Mike waren es nicht. Die waren längst in der Navigation. Da waren einige dabei. Schon aus Prinzip, weil Dadosch nichts gesagt hat. Schon aus Prinzip. Hier ist Mike. Okay. Maxi, wo ist denn Ray? Ich muss ein bisschen aufpassen. Okay, was ist denn hier die Aufgabe? Ach so, lol. Okay, Mike, Maxi. Maxi ist irgendwie komisch, wenn wir nennen. Who dead? Alter, sie fallen ja wie die Fliegen hier. Alarm! Okay. Sag mal. Zweiter Tod ist. Also ich möchte mal ganz kurz Maxi und Nils in Schutz nehmen. Wir waren jetzt die ganze Zeit eigentlich zu dritt unterwegs. Ja, wobei, Nils hat vor dir angefangen, Shields zu machen. Und du warst vor ihm fertig. Entschuldigung? Ich bin doch echt schnell. Nils hat Stunden gebraucht für Shields. Das ist, du musst rote Knöpfe drücken. Das sind Hallo? Das ist meine zweite Runde. Das wurde mir nicht erklärt. Ich habe auch einfach... Erstmal habe ich alle auf rot gekickt. Dachte mir so, warum geht's nicht weiter? Dann habe ich alle wieder auf weiß gekickt. Ah, so funktioniert das also. Wo ist denn die Leiche? Also, Moment, ganz kurz. Kalle und meine Männlichkeit haben als einziger den Reaktor ausgemacht. Es war kein anderer in der Nähe. Ich habe Peter noch gesehen in der Nähe. Der kam, glaube ich, schon entgegen. Also, genau. Dann sind Kalle und meine Männlichkeit nach unten gegangen. Kalle ist aber vorgegangen ein Stückchen und die Leiche lag Elektro beim Vent. Das heißt, Kalle könnte es rein theoretisch noch gewesen sein. Ich glaube es aber nicht unbedingt. Moment, du bist nach dem Reaktor nach oben gegangen. Ich bin nach unten gegangen. Nee, ich bin in die Kamera einmal rein und dann bin ich wieder nach unten gegangen. Okay, also ich bin halt vorgelaufen und mir ist Peter entgegengekommen, das kann er bezeugen. Ja, und wir sind das stimmt also, allerdings. Also Kalle, du kamst quasi vom Reaktor wieder nach unten. Genau. Genau, ja. Genau. Am nächsten Task bei Admin gelaufen bin. Meine Wenigkeit, Ray, Sven und Mike sind halt, oder was ist Mike? Ja doch, sind direkt nach rechts gelaufen zu Navigation, glaube ich, ist das. Genau. Ja, waren in der Runde, yes. Oder was? Ja, ja, genau. Und dann sind Ray, das sind ja Nils. Genau. Und dann sind Nils und Ray und ich so gesehen runter zu Shields gegangen und Sven ist nach oben abgehauen. Ich muss sagen, Ray ist für mich super, super verdächtig immer noch. Der hat jetzt Jay getötet und nicht mich, weil ich eben so hart auf ihn eingeprügelt habe und hat sich jetzt einfach ein anderes Opfer gesucht. Also, ja, aber also das ist ja jetzt hier. Halt für mich halt super, super verdächtig, weil du so Mindgames versuchst. Weil aber das, ich was bin du ja proven hast, von Peter und Dadosch. Also ist quasi, ja, eine quasi Runde hast du jetzt nichts gemacht. Wow, es sind zwei Imposter. Naja, egal. Peter hat mich auch geproved. Das ist richtig. Ray hat mich irgendwie auf den Kicker. Ich wurde auch geproved. Du hast mich auf den Kicker. Ich sag, das ist Maxi, Leute. Cafeteria-Download. Ist das hier Cafeteria? Was macht man denn hier? Emergency. Halle? Aha!
Mike ist es. Mike ist durch den Vent. Okay, Mike. Mike it is. Yep, weil Dings können nicht durch den Vent. Okay. It's Mike, baby. Alarm! Alter, was ist der Ray tot? Ganz cool. Ah. Warte mal. Peter, Dardosh, Ray. Die waren zu dritt im Electrical. Ich bin raus, ich bin wieder rein. Nur noch die Leiche ist da. Moment, Moment. Ich habe kurz eine Frage. Nur Imposter können durch die Vents. Sehe ich das richtig? Ja. Dann ist Mike definitiv ein Imposter. Mike und Kalle standen mit mir in einem Raum. Ja, Mike war auf einmal aus dem Raum raus. Ich habe vor allen Dingen das Lightning gefixt, Dardosh. What the fuck? Moment, also ja, wir waren gerade in diesem Admin-Raum. Wieso Dardosh? Okay. Moment, Moment. Achso, Sven. Also Mike, Nils und ich waren gerade in diesem Admin-Raum. Das stimmt, zu dritt. Aber Mike ist meines Erachtens, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, nur kurz rausgegangen und war dann aber wieder nein, da. Nein, das kann nicht sein. Absolut nicht. Das ist Quatsch. Denn ist Kalle auch Imposter, weil die beide zusammenlaufen. Okay, ja, nee, Ruhe jetzt. Ruhe. Doch. Nee. Auf jeden Fall nicht, Leute. Das kann also Mike ist definitiv aus dem Raum verschwunden und kann nicht an mir vorbeigelaufen sein. Nee, und wenn das Licht war doch aus. Ich war ganz normal im Raum, im Admin-Raum, hab da rechts nebendran eine Aufgabe gemacht. Du warst dribbel. In meinem Visier, ich konnte das sehen. Ich bin kurz rausgegangen, dass zwei Leute bei einer Leiche in einem Raum waren. Und ich nichts sagen, gemacht Dardosh wurde. Und Peter wurden erwischt mit der Leiche laut Sven. Peter, aber nicht bestätigen, möchte ich mal ganz kurz sagen. Also das ist auch schon wieder gelogen. Ne? Niemand hat hier irgendjemand bei irgendeiner Leiche gesehen. Warte. Peter, Dardosh, Ray in einem Raum. Ich gehe raus, ich gehe rein. Peter, Dardosh weg, Ray ist da. Was? Das waren zwei Welcher Sekunden. Welcher Raum ist es denn überhaupt? Electrical. Okay, ich war im Electrical, das stimmt. Da habe ich nämlich das Lightning gefixt. Was hast du danach gemacht? Bist du hoch in dem Electrical oder bist du aus dem Electrical wieder raus? Ich bin oben rechts hoch. Dann im Electrical-Raum? Im Electrical-Raum. Okay, die Leiche lag links. Hättest du gesehen müssen. Okay, das ist dann natürlich belastend für das mich. Das kann aber nicht sein. Du musst mich doch mal sehen haben. Ich bin, pass auf, ich bin raus. Wir haben aber keine Leiche. Peter hat das Licht gefixt. Ah, ich bin mir unsicher, ich Leute. Bin wieder ich habe geholt haben und dir nichts macht, wenn ich tot bin, hau ich euch. Aber ich schwöre es. Sehr hart suspekt hier. Ich blicke noch kurz zum Himmel, möchte ich bei Ray entschuldigen. Ich hoffe, du bist an einem besseren Ort. Wenn ich gleich tot bin, ihr wisst. Ich sag's nur. Ja, ist notiert. Oh, ich werde sterben jetzt, pass auf. Ich weiß nur leider nicht, was meine Tasks sind. Geht das so? Yes. Okay. Okay, Maxi ist auch bei mir. Hä? Habe ich das jetzt gefixt? That buddy was reported. Herr Schmidt. Wer hat denn hier meinen Download abgebrochen? Bin ich Herr Schmidt? Mhm. Du bist doch gerade oben durch Weapons. Ja. Du nach links. Ja, da sind wir uns gerade entgegen. Das heißt, du bist am O2 vorbeigelaufen, ohne es zu machen. Und da lag auch nur nicht Kalle zu. Weil Kalle gerade da schon O2 gemacht hat. Der lag da tot vor. Den habe ich gerade gemeldet. Gut, aber da gibt's da nicht direkt den Vent einmal rüber von Admin, rein theoretisch? Also, das waren auch wieder zwei Sekunden. Entweder war da jemand sehr schnell im Vent. Also, zwei Sekunden kann schon nicht sein, weil ich bin zu O2 gelaufen. Kalle hat das gemacht. Ich bin durch komplett Weapons gelaufen. Dann bist Weapons du mir ist nicht so groß und wir sind uns bei einem Gang zwischen Cafeteria und Weapons entgegengekommen. Also, oder kurz davor. Sven, ich weiß nicht, was du heute mit mir hast, ja? Aber... Ich habe dich bei zwei Leichen in der Nähe gefunden. Also, Also ich möchte kurz sagen, ich habe das andere gefixt. Nils und Maxi waren auch zusammen im einen Raum. Ihr seid aber nicht zum Fixen gegangen. Correct. Müsstet aber eigentlich beieinander gewesen sein. Heißt also, Dardosh, Sven und Peter müssten bei Kalle gewesen sein, oder? Ich war auf dem Weg nach rechts. Also ich wollte erst zu Edmunds gehen, habe aber gesehen, dass da schon jemand reingelaufen ist. Ich weiß jetzt nicht, welche Farbe das war. Ich glaube, das war sogar blau oder so. Und dann bin ich halt nach rechts gegangen, weil wir hatten nicht mehr so viele Sekunden. Und ich wusste nicht, ob die Neuen sich zu fein sind, diese Task zu machen. Und das waren irgendwie nur 10 Sekunden, deswegen bin ich nach oben rechts gelaufen. Hier stimmt jetzt irgendwas nicht, weil das Problem ist, Nils, Mike und ich und Maxi, waren alle links. Waren bei Electricity. Genau. So, und Kalle war auf der rechten Seite von U2 unter Weapons. Das heißt, Dardosh, wen hast du reinlaufen sehen? Das ist Bullshit. Ja, doch, ich habe jemanden. Nein, ist es nicht. Ich bin von unten, ich bin eine Lektor unten lang gelaufen. Also wir müssen jemanden voten, ne? Bullshit. Ja, dann also Peter. Peter. Ich vertraue Peter nicht. Es tut mir leid, Peter. Also Sven. Ich vertraue Peter nicht. Also Sven. Ich sag immer noch, dass das Mike ist, Leute. Ich sag es. Das Ding ist halt, man kriegt nicht viel mit, wenn man diese Task macht hier. Okay, Task complete. Nice. Ich bin ganz alleine unterwegs gerade. Niemand Dardosh? Warte mal, ich häng mich mal an Dardosh ran. Was ist denn Dardosh jetzt? Ist nix?
Zero? Maxi? Ich habe keine Ahnung, wo die restlichen Tars sind, Leute. Ich weiß es nicht. Wie sie alle zusammenhocken gerade. Ich laufe mal alleine mal gucken. Dead Buddy? Wait, das war what? Sowas von Dardosch. Nee, dann war es Maxi. Nee, alles klar. Es ist sowas von Dardosch. Er hat safe reported. Instant. Also, instant. Ja, natürlich! Nee, hallo, wir waren in der Gruppe. Ja, natürlich warst du das. Du warst am nächsten dran. Nee, dann Mike, hast du das gesehen? Mike war unten. Also wenn Nils und Mike, ihr wart unter Dardosch. Also genau. Ich glaub, Maxi stand auf der ist direkt, ihn drauf. Du standst direkt auf ihn drauf. Also wir sollen ja nicht schnell voten, ne? Aber für mich war die Animation eindeutig. Dardosch, es tut mir leid. Also ich würde auch sagen, weil ich war mit Maxi so oft jetzt alleine in einem Raum neben den Vent, wo er hätte verschwinden können. Dann, ich sag das Dardosch. Ist ja okay, ja, mich ist gut jetzt, ja, nicht immer ein Salz in die Wunde. Endlich! Nämlich, wenn Dardosch nicht diskutiert, dann ist er's. Die Sau, ey. Peter geht da voll her, Alter. Badabum, warum diskutieren wir? Ey. Ja, weil mein Mate ja nichts macht. Muss warum diskutieren wir denn? Und ich habe in der ersten Runde Dardosch schon mit Absicht gewonnen, weil er nicht diskutiert hat. Und ich lag schon richtig. Wunde. In der ersten Runde, nicht Wunde, sorry. Schön rein in die Wunde. Oh. Ja, Karl und ich haben uns auf jeden Fall richtig gut. Ja, gut, also das war richtig. Ja, doch, aber du solltest von den Leichen weg. Ich dachte halt so, boah, was für Mind Games. Wir drei lügen so. Mit Gang im Leben laufen. Nicht so, welcher Gang, ich bin an der Konsole. Ich sag nur, in welchem Raum du bist. Das ist eine Lüge! Ja, nein, du hast gesagt, du bist mir im Gang entgegengelaufen. Ich so, welcher Gang? Ich bin doch in irgendeinem Raum mit der Konsole. Also, es war so verzweifelt am Ende von Dardosch, einfach irgendwie wegzusnacken. Ja, ihr wart halt stacked und es hätte halt sein können, dass durch den Ping oder sonst irgendwas irgendwie anders steht. Also es hätte halt so sein können. Ich habe vorher niemanden alleine gesehen. Peter hat mir die Tür vor der Nase zugemacht, irgendwie random auch mal. Ja, danke, Peter. Ja, nee, ich wollte die Sven vor der Nase zu. Aber Nils, was hast du denn vorhin gesehen, dass ich irgendeinen Vent genutzt hätte? Du standst halt da und dann bin ich 2 Zentimeter weitergegangen und auf einmal warst du weg und ich habe echt gedacht, so, du bist in den Vent gegangen. Ich weiß nicht, was für Tutorials du geguckt hast. Nein, aber das Ding ist ja... ich glaube, da stand irgendwas mit 420 dahinter. Kann sein, dass ich da ein bisschen durcheinander bin. Ja gut, dann ist okay, dann verzeih ich dir. Okay, auf mir künftig einfach, dann ist okay. Ich war fest davon überzeugt, dass du Imposter bist, weil sonst keiner durch die Vents kannst und du warst halt auf einmal weg. Also wirklich, bin in Sekunden und ich denk so, nee, das kann doch nicht sein. Und Kalle deckt dich dann gleich und da habe ich gedacht, ihr beide seid halt Imposter. Hat mir jetzt auf einmal Kalle nur geblieben. Schnell gedeckt. Da habe ich auch gedacht, Kalle, irgendwie, du nutzt mich jetzt als Freund, aber. Nee, also ich habe das wirklich, also so wie ich es gesagt habe, war es für mich auch.